Stefan Raabs Quoten brechen ein, ist sein Comeback jetzt gescheitert und er singt bei einem Rapper-Konzert ganz, ganz viele böse Wörter. Doch warum schaust du mich so an mit diesem Blick? So guck ich immer, wenn man will, dass man mich... Das alles und noch einiges mehr, das werden wir heute besprechen und außerdem gucken wir uns natürlich die 6. Folge von Du gewinnst hier nicht die Millionen bei Stefan Raab an. Ja, was soll ich sagen, ich bin auch noch da und ich werde das Ganze ein bisschen kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex, habe mir diese Folge von Stefan Raab wieder sehr, sehr gerne angeschaut, aber offensichtlich tun das immer weniger Menschen. Darüber sprechen wir in ein paar Minuten. Vorher würde ich sagen, müssen wir jetzt aber erstmal unseren Showmaster willkommen heißen. Und heute wurde das ein bisschen im Stile von Donald Trump gemacht. Und ganz ehrlich, also Stefan könnte ich mir als amerikanischen Präsidenten auch noch besser vorstellen. German show business, Stefan Raab! Bevor Stefan aber amerikanischer Präsident werden kann, startete die Sendung wie immer mit dem TV-Total-Teil. Und da hat sich Stefan sehr gerne über den Schlagerboom in der ARD lustig gemacht. Verständlicherweise ist auch wirklich eine fürchterliche Sendung. Denn da wurde nicht nur das Boot auf einem Akkordeon vergewaltigt, auch der Komponist des Ganzen hat mal gezeigt, was er als DJ so nicht drauf hat. Schön. Und dann hat Stefan mal über was geredet, was ich auch nie so ganz verstanden habe, weil was macht ein DJ eigentlich? Klar, es gibt bestimmt auch welche, die machen einen richtig guten Job und können das auch, aber es gibt super viele, da trifft das, was Stefan gleich sagt, wirklich zu 100% zu und dafür kriegen die ja trotzdem manchmal einfach 50.000 Euro pro Auftritt. Aber als DJ musst du einfach nur diese Geste raus haben, also musst du einmal anmachen, also als DJ gibt es ja nur an und aus, mehr ist das ja nicht, wie beim Lokfahrer, ne? Gibt es an und aus und dann diese Geste. Und schon gehst du mit der geilen Schlagerboom-Gage von 250 Euro nach Hause. Also, leichter kann man das Geld nicht verdienen, ne? Als nächstes hat uns Stefan Raab dann mal die wundervolle Trash-Sendung My Style Rocks präsentiert. Die kannte nicht mal ich, obwohl ich ja eigentlich nur Trash-TV auf meinem Kanal mache. Könnte daran liegen, dass sie zum einen bei Sport 1 kommt und zum anderen, dass Harald Glöckler die Hauptrolle spielt. Der war ja schon mal im Dschungelcamp, seitdem reicht er mir. Aber jedenfalls haben die in Raabs Team dann mal die Musik von der Show entfernt. Und dann wirkt der Auftritt von Glöckler sogar noch viel peinlicher. Schöne Lachsounds bei Gülcan Kams, muss ich sagen. Ja, und dann hat Stefan sich noch ein bisschen über das Äußere vom Glöckler lustig gemacht. Kann man jetzt machen. Ich kann es zu einem gewissen Teil hin natürlich auch nachvollziehen. Andererseits denke ich mir immer so, wenn der Glöckler sein Geld für Schönheitschirurgie ausgibt, dann kommt es immerhin wieder in die freie Wirtschaft. Optisch mittlerweile hat Glöckler so eine Mischung zwischen Terminator und, sag mal, Gummipuppe. Ja? Man merkt, dass Halloween vor der Tür steht. Sag ich jetzt mal. So. Es ist furchtbar. Das war schon ein kleines bisschen böse. Aber gut, ansonsten hat Stefan dann noch ein bisschen weiteres über die Sendung erzählt und ich finde es ganz witzig, weil tatsächlich wird die auch auf Social Media rauf und runter beworben. Ich habe aber auch noch keine einzige Minute geguckt und dementsprechend sind auch die Quoten. Wobei man auch sagen muss, dass sich Stefan da vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen sollte. Am ersten Tag waren die Quoten von My Style Rocks. Es kommt, kein Scherz, haben wir nachrecherchiert, 0,1%. Für Sport 1, sagen wir mal, ein Riesenerfolg. Nein, natürlich nicht, aber... Aber jetzt, und das ist wirklich kein Scherz,
das war, glaube ich, mittwochs ist diese Sendung gestartet. Ne? Am Donnerstag sind die Quoten dann eingebrochen. Und zwar auf nicht mehr messbare 0,0%. Wirklich, kein Scherz. Ja? Und deswegen läuft die Show jetzt dienstags bis freitags. Das ist kein Scherz. Die dauert 2,25 Stunden in etwa. Ja? Und wird aber am Tag noch zweimal wiederholt. Das heißt also alleine am Tag bei Sport 1 7 Stunden My Style Rocks. Wer jetzt nicht Sport 1 bei sich auf die Fernbedienung auf 1 legt, ja, der ist selber schuld. Ja? Bitte. Die Sendung scheint aber auch wirklich absolut fürchterlich zu sein, oder? Ich hatte nämlich auch kurz überlegt, euch mal eine Folge zu zeigen, aber ich glaube, das erspare ich mir und euch. Was ich euch aber jetzt nicht ersparen möchte, ist, dass wir unbedingt mal über die Quoten von Stefan sprechen müssen, denn die werden immer schlechter. Das große Quotenmagazin hat dazu getitelt, weitere Abwärtsfahrt für Stefan Raab. Und tatsächlich sind die Zahlen, auch wenn es natürlich immer noch Streaming ist, wirklich nicht mehr so richtig gut. Weiter schreiben die, die von Raab Entertainment produzierte Show Du gewinnst hier nicht die Million startete mit 0,79 Millionen Zuschauern. In der zweiten Woche sank die Reichweite auf 0,42 Millionen. Die dritte Folge erreichte 0,35 Millionen. Die vierte Ausgabe sah nur noch 0,31 Millionen. Vor der Stefan Raab Show platzierte sich zum Beispiel der MMA-Kampf Octagon aus Frankfurt am Main. Das Kräftemessen zwischen keine Ahnung wem und irgendwem anders verfolgten ungefähr 400.000 Menschen. Und das deckt sich tatsächlich auch ein bisschen mit dem, was ihr mir immer so in die Kommentare schreibt, denn ich habe das Gefühl, es gibt auf jeden Fall durchaus Raab-Fans, die wollen auch jede Folge sehen. Es gibt aber mittlerweile auch sehr viele Leute, die gucken nicht mehr. Und deswegen kann man mittlerweile wirklich darüber diskutieren, ob sein Comeback nicht komplett gescheitert ist und ob RTL diese gewaltige Geldsumme für Raab Entertainment, die sie ausgegeben haben, nicht in den Sand gesetzt hat. Denn witzigerweise hat nicht nur RTL teilweise besseres Programm auch im Streaming, sondern auch andere Sender. Nochmal ganz kurz im Artikel. Zwischen dem Kampf und der Raab-Show platzierte sich The Voice of Germany. Die Fernsehshow Wer stiehlt mir die Show erreichte 0,45 Millionen Zuschauer. Auch die Reality-Show Promi Big Brother schnitt mit 0,77 Millionen gut ab. Das stärkste Programm im Streaming ist jedoch das Sommer aus der Starskampf der Promi-Paare, das im linearen Fernsehen in diesem Jahr nur mäßig läuft. Tja, jetzt stellt sich natürlich zum einen die Frage, wie seht ihr das? Das könnt ihr mir super gerne mal in die Kommentare schreiben. Also findet ihr auch, nee, jetzt soll Raab wirklich ganz weg? Oder sagt ihr, nein, nein, das kommt noch, das wird noch wesentlich besser? Meine Meinung dazu ist, ich gucke mir die Show hier, die wir jetzt ja auch gerade anschauen, immer noch sehr, sehr gerne an. Ich merke aber auch, sie nutzt sich sehr stark ab. Ich habe ja schon gesagt, die Fragen sind nicht so super cool. Später im Schlag den Raab-Teil, das verschlingt auch sehr, sehr viel Zeit. Und im ersten Teil gibt es auch einfach viele Witze, die nicht so richtig sitzen. Ich glaube, was Stefan braucht, ist zum einen mal wieder so eine richtige Show im Fernsehen, einfach damit wieder mehr Leute Bock auf ihn bekommen. Und zum anderen braucht er wieder diese besonderen Aktionen, sowas wie früher Raab in Gefahr oder Raab geht auf ein Konzert und singt zusammen mit Chiago. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Mittel ist, aber das gab es dann als nächstes in der heutigen Show und ich fand es tatsächlich ganz cool. Achso, und falls du Chiago gar nicht kennen solltest, der hat schon ein paar krasse Songs. Was ist der größte Hit? Was geht am meisten ab bei der Show? Am meisten ab geht wahrscheinlich Deutschland. Deutschland? Ja. Ufts, Deutschland, Säufkrank. Genau, Westen oder Osten und jetzt alle? Alle Atzen-Natzen. Alle? Fotzen-Rotzen. Ach so, okay. Ich muss ehrlich gestehen, ich kannte den Song gar nicht und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, was das bedeutet oder ob man es nur gemacht hat, damit es sich reimt. Zum Glück hat Stefan das gleich direkt mal beim Künstler selbst nachgefragt und das war ein sehr interessantes Gespräch. Was heißt denn alle Fotzenrotzen? Ist im Prinzip das Pendant zu alle Atzen-Natzen, wobei... Was ist denn, aber was heißt denn alle Atzen-Natzen? Natzen heißt praktisch Drogen nehmen. Ja. Natzen heißt Drogen nehmen? Natzen ist im Prinzip Drogen nehmen. Und Fotzen-Rotzen heißt ist auch ein Frauen nehmen Drogen. Genau, genau, wobei ich jetzt nicht gesagt habe, dass das F-Wort für Frauen steht, aber Ikimel benutzt das halt. Ikimel ist eine Frau. Ja, eigentlich ist es ein Power-Move, dass sie das Wort wieder zurückholt. Das ist aber auch immer so was, was ich als Linguist nur so begrenzt nachempfinden kann, weil ja, also man kann natürlich versuchen, Wörter wieder irgendwie anders zu konnotieren, aber bei so einem Wort, glaube ich, wird das jetzt eher nicht so funktionieren. Naja, egal. Stefan hat sich gedacht, er ist ja schon ein bisschen älter, er ist ein vernünftiger Fernsehmann, wir haben schon gehört, er kämpft mit den Quoten, deswegen kann er diesen Text so nicht singen. Ich weiß aber nicht, ob seine Alternative so viel besser ist. Agu hat eine Line auf meinen Arsch gestreut, müsste ich sagen. Ja, genau. Ja. Das finde ich ein bisschen krass. Ja. Ich habe mir eine neue Zeile ausgedacht, die halt Agu hat eine Line auf seinen Sack gestreut. Ja. Wie findest du das? Finde ich geil. Kannst ja? du bringen, ja. Leider ja. tat die kleine Line dann doch ein bisschen weh. Dann musste ich ihn trösten, weil sein Auge hat getränt. Ja. Erstmal finde ich, weh und getränt reimt sich nicht. Es müsste heißen,
Von der kleinen Lein war Agu dann doch ganz schön erheitert, doch musste ich ihn trösten, seine Eichel war vereitert. Also weil vorher kommt er auf den Sack gestreut. Ob das besser ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber tatsächlich gab es dann dieses wundervolle Konzert. Ich weiß übrigens gar nicht, ob die Leute, die beim Konzert waren, vorher davon wussten. Und ich frage mich auch immer, ob man das dann cool findet. Also man ist ja da, um einen bestimmten Künstler zu sehen. Und wenn dann jemand anders kommt, also der auch cool ist, ist die Frage, ob man das feiert oder nicht. Aber Stefan hat alles gegeben. Er war eine richtige kleine Bitch. Keine bösen Wörter. Doch warum schaust du mich so an mit diesem Blick? Und ich fand es echt ganz cool, er hat dann auch den Originaltext gesungen. Es ist jetzt die Frage, ob man die Musik mag, aber die Stimmung da war schon ziemlich gut. Agu hat da alle in meinen Arsch gestreut. Und danke Agu, hat mich wirklich sehr gefreut. Leider tat die kleine Lander doch ein bisschen weh. Da musste ich ihn trösten, weil sein Auge hat getrillt. Er wurde davon geil und hat die Maske abgenommen. Bei mir für die Schwung, den haben wir immer rausgezogen. Nun wissen wir aber alle, eigentlich steht Stefan natürlich für eine andere Musik. Und die hat er dann interessanterweise aber auch nicht performt, sondern den guten alten Kölner Lokalkolorit. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Konzertbesucher hätten vorher auch nicht gedacht, dass sie mal dazu klatschen würden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind so die Dinge, die brauche ich, glaube ich, in diesen Shows häufiger. Also man kann jetzt dazu stehen, wie man will, aber ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Dann war dieser Part der Show aber sowieso schon wieder vorbei und es kam der Schlag den Raab-Teil. Du weißt, im Prinzip kann man hier eine Million gewinnen, wobei es auch ein bisschen so aufgebaut ist, dass am Ende, glaube ich, nie jemand die Million gewinnen wird. Und in der vergangenen Sendung war Kandidat Chris ja immerhin schon bei 1000 Euro, weswegen er jetzt wieder zwei Fragen beantworten sollte. Und wie immer waren die eigentlich nicht so schwer. Und die Frage dazu lautet, welche Steuerklasse ist in Deutschland für Alleinerziehende vorgesehen? Ist es Steuerklasse 1? Ist es Steuerklasse 2? Ist es Steuerklasse 3? Oder ist es Steuerklasse 6? Hättest du es gewusst, kannst du mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich kann das immer super schwer einschätzen. Ich hätte es tatsächlich gewusst, aber ich kann euch auch gar nicht mehr so richtig sagen, warum eigentlich. Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen. Naja, Chris hingegen, der hatte keine so richtige Ahnung. Und raten ist bei Quizshows immer schlecht. Ich denke mal, Alleinerziehende haben nicht Steuerklasse 1, weil die Abgaben da auch sehr hoch sind. Also bin ich bei 2 oder 3. Kann ich nur raten. Okay. Ich würde die 3 nehmen. Tja, dann musst du wohl die 3 nehmen. Damit war der Arme dann aber auch direkt schon wieder draußen und hat das schönste Ständchen im deutschen Fernsehen bekommen. Aber das ist für mich auch ein Problem an dieser Sendung. Ich erkläre euch gleich, was ich meine. Du bist fast so arm, wie du gekommen bist. Du hast ja 1000 Euro gewonnen. Immerhin. Ja. Das ist leider Mist. Für dich vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Komm her. Doch glaub mir, dass ich dich nicht schon. Denn du. Ja, und mein Problem mit dieser Sendung ist tatsächlich, es dauert alles ein bisschen zu lange. Also ich verstehe, warum man das so macht. Das war bei Stefan halt schon immer so. Diese Sendungen hatten immer so Längen. Aber gerade im Streaming hast du das Problem, du hast ja nicht mal Werbung, mit der du irgendwas strecken kannst. Beim Schlag den Raab-Teil ist es einfach so, da sitzen dann wieder neue Kandidaten, dann bekommen die eine Auswahlfrage. Dann kommt ein Kandidat nach vorne, dann stellt er sich vor, dann kriegt er zwei Quizfragen. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das alles meistens wirklich lang, bis dann das erste Spiel im Studio kommt. Das ist dann wieder relativ cool. Immerhin muss ich aber sagen, die nächste Auswahlkandidatin war nicht nur eine Frau, das haben sich viele gewünscht, sondern sie war auch wirklich sehr sympathisch. Ich heiße Anke, komme aus Darmstadt, also aus der Nähe von Darmstadt, bin 44 Jahre alt,
habe Familie, zwei Töchter und bin von Beruf Sängerin und Sprecherin für Sängerin? Mhm. Ja, und nicht nur Sängerin, sondern auch Texterin. Und deswegen hat sie ihre eigene Variante von Quel sera sera geschrieben. Mit einem Text, der das Niveau des Songs jetzt, glaube ich, nicht unbedingt angehoben hat. Aber singen kann sie echt ziemlich gut. Schade, dass sie kein Duett mit Stefan gemacht hat. So erschlückche Woi, das kann doch nichts Schlechtes sein. Das zieh ich mir gern mal neu. So erschlückche Woi. Sie hat übrigens eine Ausbildung bzw. ein Studium zur Opernsängerin abgeschlossen. Ehrlich gesagt, die Stimme hätte sogar bei DSDS, glaube ich, zumindest eine kleine Chance. Die Moderatorin, die wir gleich sehen, die gehört allerdings eher nicht zu DSDS, sondern, ich weiß gar nicht, die macht bei RTL gefühlt auch eigentlich nichts mehr, außer gelegentlich mal das Wiedersehen vom Bachelor und der Bachelorette. Aber die meisten von euch werden sie bestimmt noch kennen. Ich hoffe, das wissen mittlerweile alle. Die heißt übrigens gar nicht Frauke Ludowig, sondern Frauke ist ihr Vorname. RTL-Legende, muss man sagen, oder? Ich freue mich, dass du das... extra für dich. Ich bin übrigens wirklich eine Spiele-Expertin. Ich zocke so Habe ich eigentlich nur aus Scherz gesagt? Nein, das ist wirklich so. Ah, okay. Handy zocken und so, ich lieb's. Gilt man jetzt als Spiele-Experte, wenn man auf dem Handy zockt? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so. Naja. Anke hatte übrigens die zwei Auswahlfragen richtig beantwortet. Die waren aber nicht so wirklich spannend. Das Spiel, das dann aber kam, das hat mir richtig gut gefallen. Und das hätte ich auch wahnsinnig gerne im Garten, aber mein Garten ist nicht groß genug. Und mein Haus auch nicht. Und so viel Geld habe ich nicht. Aber geil ist es trotzdem. Ja, im Prinzip haben wir uns nur so einen Billardtisch angeschaut und haben überlegt, den zu vergrößern. Und es ist wirklich einfach nur Vielfaches größer und dann halt die passenden Bälle dazu gesucht. Und ja, das klappt ganz gut. So, nur weil ich vorhin dabei, als es aufgebaut wurde, das hat ganz schön lange gedauert. Wo steht das bei dir zu Hause? Im Garten, im Schlafzimmer oder wo hast du das versteckt? Nee, wir haben eine eigene Poolball-Arena, in der man spielen kann. Und ansonsten haben wir das auf dem Hänger und fahren damit zu vielen Events, zum Fernsehen und ja. Super. Ich finde es aber mega krass, dieses Spiel, das heißt einfach wirklich Fußballbillard, nicht nur zu erfinden, sondern auch aufzubauen und dann sogar davon zu leben. Finde ich auf jeden Fall schon cool. Naja, die Bälle waren übrigens mit Watte gefüllt. Das sage ich deswegen, weil ihr euch sonst vielleicht gleich wundert, warum die sich manchmal ein bisschen komisch verhalten. Und dann ging es auch direkt los. Ja, die ersten Schüsse waren so mittelmäßig. Mit ihrem ersten Versuch. Ja, das ist gar nicht so einfach. So. Feingefühl oder Vollspann? Das ist die Frage. Das wollte ich, aber es hat geklappt. Super Schuss gewesen von Stefan. Und dann hatte ich wirklich den Eindruck, es ist wie so oft bei diesen Spielen, Stefan hat den Dreh total schnell raus, weil auch sein nächster Schuss war ziemlich gut. Und Stefan mit Kugel Nummer 2, die sich auf den Weg macht in Loch Nummer 2 und wieder drin. Aber auch bei Anke war es so, dass sie dann am Anfang eigentlich ganz gut reinkam. Und kurz hatte ich Hoffnung, das hier wird richtig, richtig spannend. Wenn Sie sagen, gleichzeitig ist, da waren wir uns ja einig. Ich habe ja gesagt, der erste... Das ist ja einfach, das ist ja einfach für die Anke. Jetzt halt mal den Ball flach, erst muss er rein. Also Schlotti... Keinen anderen berühren, ne? Sonst ist wieder faul, Anke. Der Schiri mit kurzer Leine. Im Übrigen weder verwandt noch verschlägert mit den Schlotterbecks und Anke mit dem Ersten. Und die Anke darf jetzt nochmal. Das Problem war dann nur, es war eine ganze Weile wirklich ein bisschen Not gegen Elend. Und Stefan war Not und Anke war Elend. Viel, viel Elend. Den Weißen, ne, Anke? Ich den Gelben. Nicht einfach für Anke, die aufpassen muss, den Gelben nicht zu berühren. Auch das wäre ein Foulspiel. Kein Kontakt, Foulspiel. Okay. Und dann ist was passiert, was auch wieder so ein bisschen dafür spricht, warum die Sendung manchmal vielleicht ein bisschen schwierig ist anzugucken. Es war nämlich wirklich schlecht. Also man muss echt sagen, beide haben sich ganz viel Mühe gegeben. Aber Mühe gegeben, das hat schon im Grundschulzeugnis letztlich immer 4- geheißen. Und auch wenn Stefan besser war, hat er mehr oder weniger alles verkackt, was ging. Und das sollte doch problemlos machbar sein für den Mann, der bereits 2 Kugeln versenkt hat. Oh. Nein, geht die Messe mit rein!
Für die letzten Kugeln haben die beiden dann, und das ist keine Übertreibung, ungefähr 5 Minuten gebraucht. Und dann geschah endlich das Wunder. Wir haben das Spiel überlebt. Wobei ich es immer noch cool finde und selber gerne mal machen würde. Und Stefan gewinnt. Danke, tut mir leid. Fußball-Billiards. Tut mir leid. Damit war Anke leider raus. Ich fand es echt schade, weil es hieß auch, wenn sie das Spiel gewinnt, dann singt sie nochmal. Hätte ich gerne gehört. Stattdessen haben wir eine neue Kandidatin bekommen. Die wirkte aber immerhin auch wieder ziemlich sympathisch. Auch wenn ich nicht wirklich verstanden habe, was sie da beruflich genau macht. Dein Name ist Victoria. Vicky, ja. Vicky, wo ja. kommst du her? München, Schwabing, born and raised. Okay, was machst du beruflich? Also gerade habe ich ein Pop-Up-Café gehabt. Also ein Pop-Up-Café? Richtig. Das ist da und dann verschwindet es wieder. Ja, und irgendwie mietet man dafür Locations, die es schon gibt und macht dann da Events, meistens irgendwas mit Kunst und dann verschwindet man da wieder und man kann eigentlich nicht davon leben, sondern lebt nur davon, weil es Fördergelder von der Stadt München gibt. Okay, aber ansonsten kann sie immerhin schön pfeifen. Stefan aber auch. Kannst du das? Ja, klar. Mach mal. Aber nur mit Fingern im Mund. Ja, genau. Ich konnte es nicht mehr mit Fingern. Das war lauter. So. Was ist denn mit Pfeifen? So pfeifen, so. Auch Vicky, und das fand ich gut, hat dann die zwei Fragen relativ schnell bewältigt und ein Spiel gucken wir uns natürlich noch an. Vorher wollte ich dich aber noch mal ganz kurz einladen, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Ich muss es an dieser Stelle wirklich sagen, also auch bei mir, das passt ja ganz gut zu dem Quotentitel des Videos, sind allerdings die Aufrufzahlen für Stefan Raab mittlerweile sehr gesunken. Sollte das weiter so gehen, wird es langsam so ein bisschen knapp, weil ich natürlich auch gucken muss, was ich mit meiner Zeit so mache. Wenn du es aber unbedingt sehen willst, dann zeig mir das am besten durch ein Abo und natürlich werde ich mir Mühe geben, euch weitere Folgen zu zeigen, vor allen Dingen, wenn das Ganze noch mal ins Fernsehen kommt. Man munkelt nämlich immer noch, ab dem 9. November kommt Raab wieder ins Fernsehen. Jetzt aber zum Spiel, traumhaft moderiert von Frau Kelludowich. So, ihr zwei, wir spielen das Spiel Wer bin ich? Es geht um prominente Persönlichkeiten. Stefan, du kennst sie alle, weil du guckst jeden Tag exklusiv, das weiß ich. Vicky, wie gut kennst du dich aus? Also ich glaube, wenn das jetzt wirklich Reality-Stars sind, dann bin ich leider tatsächlich einfach innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Sekunden raus. Ja, und dann hat sich noch so ein kleines Problem der Sendung leider gezeigt. Also die Kandidaten sind in der Regel ja jetzt wirklich nicht schlecht oder so. Es gibt aber manchmal Spiele, die dauern lange. Das hier hat auch wieder ungefähr 8 bis 10 Minuten gedauert. Und eigentlich weiß man nach ungefähr 4 Sekunden schon, wer gewinnt. Denn Vicky hatte von Prominenten leider so überhaupt keine Ahnung. Stefan war auch nur so mittel, aber das hat gereicht. Von mir gibt es Statuen in Frankfurt am Main und in Dallas. Dirk Nowitzki. 2 meiner Alben habe ich gemeinsam mit Tony Bennett aufgenommen. Lady Gaga. Ich habe einen Song mit Udo Lindenberg aufgenommen. Ah, nein. Apache 207. Ja, und auch in diesem Falle hat Stefan das Ding wirklich sehr, sehr, sehr zügig gewonnen. Aber immerhin einmal hören wir ihn noch, den Abschiedssong. Und damit war diese Folge dann auch schon wieder am Ende. Ich glaube, Frau Kelludowich hatte sich's auch ein bisschen cooler vorgestellt. Für dich vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Doch glaub mir, dass ich dich nicht schon. Denn du... Genau, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Mach's gut. Und vielen Dank, Frau Kelludowich, meine Damen und Herren. So, ich habe schon gesagt, das war's erstmal wieder. Ich würde mich jetzt natürlich trotzdem noch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das ist für YouTube immer wichtig, weil Algorithmus, dann wird es mir vorgeschlagen und so. Und zum anderen möchte ich euch wirklich nochmal einladen, in den Kommentaren ein bisschen darüber zu diskutieren, woran liegt's jetzt. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, um die Show vielleicht ein bisschen cooler zu machen. Mein Vorschlag wäre auf jeden Fall, streicht bitte diese elenden Quizfragen. Macht am Anfang eine kurze Kennenlernrunde mit den Leuten, dann direkt das erste Spiel, dann direkt das zweite Spiel und dann kann man ja meinetwegen Quizfragen machen. Ich glaube, dann sind die auch ein bisschen spannender, weil es dann vielleicht schon ein bisschen mehr um Geld geht. Und vielleicht, manchmal kann man das ja auch ein bisschen forcieren, dass mal ein Kandidat schon mal ein bisschen mehr Geld gewinnt. Manchmal bewerben sich dann ja auch welche, die es vielleicht noch ein bisschen mehr drauf haben. Aber ich bin mir sicher, ihr habt noch andere und bessere Tipps. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch drauf, dass ihr all das, was ich vorhin jetzt gesagt habe, sowieso wieder machen müsst, ne? Denn sonst müsst ihr in Harald Glöcklers neuer Freakshow auftreten.